Hallo, 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 liebe Freunde. Okay, ich versuch's nochmal. Ich bin etwas nervös. Halt! Sir, ich bin Agent Scully vom FBI. Bumm! Ich finde das eigentlich ein bisschen fies, dass wir so ganze, dass wir so viele Zivilisten hier entleben. Okay, auf Mulder ballern ist keine gute Idee. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Haben Sie sich entschieden, in welche Richtung Sie gehen möchten? Halt! Sir, ich bin Agent Scully vom FBI. Kommen Sie bloß nicht näher! Diese Einrichtung ist von Terroristen überfallen worden. Am besten direkt speichern. Okay, vielleicht schaffe ich es diesmal. Okay. Da lang. Hier durch. Kann ich da nicht durch? Warum kann ich da nicht... Wieso ging das jetzt nicht? Wieso kann ich mich jetzt nicht... Okay, hier durch. Da lang. Dann hier durch. Da durch. Okay. Laden. Komm schon, komm schon! Dadurch, dadurch, dadurch. Dann kann ich hier rein. Was mache ich denn falsch? Aber ich hab das Ding doch. Ich lade noch mal neu. Ist das Ding jetzt nicht offen? Ich habe es doch extra aufgemacht. Ah, okay, das Ding ist wieder zu. Deswegen klappt das nicht. Das musst du erstmal wissen, dass das Ding wieder zu ist. Oh, ich bin so froh, wenn ich das geschafft habe. Halt! Sir, ich bin Agent Scully vom FBI. Kommen Sie bloß nicht! Dadurch, dadurch, umdrehen und geschafft!
Jetzt war ich zu schnell. Ich hätte gern gehört, was der sagt. Nochmal neu laden. Das mache ich nochmal neu. Das gefällt mir so nicht. Ach nee, nee, nee. Ich muss ja hier laden. Ich muss ja ganz vergessen. Also. Da rein. Hier den Knopf drücken. Durch. Da drum. Da nochmal hier den Knopf drücken. Ich war kurz mal zu schnell. Passiert auch. Meist bin ich zu langsam in dem Spiel, aber manchmal bin ich auch zu schnell. Und ich würde gerne sehen, was der Cook noch Schönes zu sagen hat. Dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Haben Sie sich entschieden, in welche Richtung Sie gehen möchten? Ja, Agent Scully. Ich gehe nach links. Halt! Sir, ich bin Agent Scully vom FBI. Kommen Sie bloß nicht näher! Diese Einrichtung ist von Terroristen überfallen worden. Ich brauche Ihre Unterstützung. Ich darf meinen Posten nicht verlassen. Sir, ich bin FBI-Agentin und bitte Sie, bei drei nicht verschwunden. Tut mir leid, mein Freund. Tut mir echt leid. Okay. Und da ist Cook. Aber wie kam das schwarze Öl jetzt aus Mulder raus in Cook rein? Drehen Sie den Schlüssel um. Drehen Sie den Schlüssel um. Und das war jetzt zu langsam. Ich klicke mal auf nochmal versuchen. Müsste jetzt gleich kommen. Dadurch. Dadurch. Und ich hatte jetzt nicht gespeichert. Oh Mann, warum hat er jetzt nicht gespeichert automatisch? Das ist doch doof. Oh, dann mache ich das nochmal. Beziehungsweise, warum habe ich nicht gespeichert? Noch dümmer. Aber wir kriegen das schon hin. Tür auf. Tür auf. So. Ich speichere noch mal. Und dann. Dann wagen wir es, uns dem Finale zu stellen. Dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Haben Sie sich entschieden, in welche Richtung Sie gehen möchten? Nach links, Agent Scully. Halt! Sir, ich bin Agent Scully vom FBI. Kommen Sie.
Agent Wilmore, Sie sind bestimmt aufgeregt wegen dem, was passiert ist. Aber wir sind alle betroffen, wenn jemand von uns auf die schiefe Bahn gerät. Ich hätte das nie erwartet. Mark war mein Freund. Ich hätte möglicherweise aufmerksamer sein müssen. Aber niemanden von uns trifft eine Schuld. Abgesehen von Agent Cook selbst. Hallo? Kommen Sie doch bitte rein. Ich wollte mich nur verabschieden. Ich habe gerade mit Detective Astadurian gesprochen. Offenbar haben sie Cooks Apartment durchsucht und glücklicherweise meinen Laptop gefunden, aber es scheint, als ob Cook den Einbruch hier nur vorgetäuscht hat, um es so aussehen zu lassen, als ob er angegriffen worden ist. Naja, offenbar haben die Agenten Mulder und Scully mit dem stellvertretenden Direktor Skinner gesprochen. Ja, so wie es aussieht, hat ihre Arbeit ziemlich viel Aufsehen innerhalb des FBI erregt. Und einer ihrer größten Fans ist ganz sicher Direktor Skinner. Obwohl ich sagen muss, dass einiges davon schon ein bisschen fantastisch klingt. Vorsichtig formuliert. Ja, Sir, da stimme ich zu. Ich werde mich dazu nicht weiter äußern. Wie dem auch sei, ich muss zum Flughafen, aber Agent Mulder wollte, dass ich Ihnen ausrichte, dass sein Fuß aufgewacht wäre. Na, das freut mich zu hören. Jedenfalls möchte ich Ihnen herzlich danken. Ich hätte es auf keinen Fall versäumen wollen. Sie sehen ehrlich gesagt ein bisschen mitgenommen aus. Sie sollten jetzt lieber erstmal nach Hause gehen und sich ausschlafen. Wir sehen uns dann morgen früh. Und ich erwarte, dass Sie Ihren Bericht über diese Angelegenheit zur gleichen Zeit mitbringen, zu der Sie hier auftauchen. Ja, Sir. Ach, Detective Astadurian sagte auch, dass sie irgendwelche Unterlagen hätte, die sie unterschreiben müssten. Und dass sie ihnen vorbeibringen würde. Ich sagte ihr zwar, sie könnte sie ihnen schicken. Sie schien aber auf Teufel komm raus entschlossen zu sein, sie ihnen höchstpersönlich in die Hand zu drücken. Ja, Sir. Dokumente, ist klar. Agent Wilmore. Ich weiß schon, was Sie wollen. Warten Sie, ich gehe es holen. Tun Sie das nicht. Behalten Sie es lieber. Es könnte Ihnen nützen. Schon bald. Und das war Akte X, das Spiel. Ach, war mal wieder schön. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Und wie gesagt, damals habe ich das Ende, ich habe das nicht geschafft. Ich war zu aufgeregt und wusste nicht, was ich machen sollte. Und habe mich immer verklickt. Aber ich habe es endlich geschafft. Ich habe mit euch zusammen Akte X, das Spiel, durchgespielt. Und ich freue mich. Und es gibt ja noch einen zweiten Teil. Also jetzt nicht eine direkte Fortsetzung, aber es gibt noch ein Akte X-Spiel für die PlayStation 2, das ein wenig Resident Evil-mäßig ist. Das könnte ich eventuell auch noch irgendwann spielen. Ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie günstig ersteigern kann oder sonst irgendwo bekomme. Vielleicht in irgendeinem Online-Shop. Also dann. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann geizt bitte nicht mit einem Abo und mit einem Like. Ich würde mich drüber freuen. Und ihr brecht euch dabei keinen Zacken aus der Krone. Ja, also dann. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Tschüss.